Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, natürlich geht die Hauptquest weiter am nächsten Spieltag. Dann überspringen wir den Tag mal. Habe ich ja vorige Folge angekündigt, dass ich das machen werde und auch durchziehen werde. So, dann bin ich mal gespannt. Wir stehen auf, um 10 Uhr zum Bahnhof gehen. Ja, mal gucken. 10 Uhr Bahnhof. The letter you sent got sent back. Says there isn't anyone by the name you sent it to. That's weird, of course. Grace existed. We all definitely met her. Grace hat existiert. Wir haben sie alle definitiv getroffen. Hä? Kam zurück. Hier steht, dass niemand mit dem Namen, an den du ihn gesendet hast, bekannt ist. Ja, das ist sehr komisch. Sehr komisch. Was ist da los? Did she change her address? Maybe she forgot to tell us. Ich glaube, sie hat es vergessen, uns mitzuteilen. Ma says she's a bit worried, but I'm sure she's going to tell us her new address soon. Anyway, I gotta run. More letters to deliver. Okay. Danke für die Info. Sehr komisch. Von Heidi. Ich habe die Sandwand ausgerüstet und jetzt hebt und senkt sie sich ganz von alleine. Komm und sieh sie dir an der Konstruktionskreuzung an. Oh, sehr gut. Katori. Was? Der Nettogewinn von Golden Goose Entertainment LLC beträgt in diesem Quartal insgesamt 165.373 Joules. Der Nettogewinn nach Abzug der Lohn-, Wasser- und Stromkosten beträgt 56.570 Joules. Entsprechend deinem Anteil an unserem Unternehmen erhältst du eine Dividende von 5.657 Joules. Sie ist anbei. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zukunft. Oh, danke schön. Schön. Danke, Katrin. So, 10 Uhr nicht vergessen. Okay. Oh, das können wir noch abgeben. Da Schaltkreise müssen wir noch basteln. Okay, das könnten wir noch abgeben. Und das nicht. Teeblätter habe ich nicht. Okay, ja, was ist da los, ne? Fragt man sich natürlich. Was ist da los? So, dann können wir die Zeit nehmen und loslaufen. Bestellung aus Sandrock. Ja, okay. Sandrock. So, Mr. Green. Ja, ja. Thank you. Ja, bitteschön. Ich sollte mal noch mehr Silberbarren basteln. Muss ich sogar. Falls wieder solche Bestellung kommt. Dass ich diesmal abgesichert bin. Also noch mehr als vorher. So, einen Auftrag haben wir noch mit den Tüchern. Sehr gut. Ach ja, und Jagdmeerstation noch einmal bauen. Ihr wisst ja, auf der Karte ist dann markiert. Komisch, an dieser Jagdmeerstation kümmert sich keiner außer ich. Woran das wohl liegt? Oh, guck mal, Rainbow.
So, ja, deine Bestellung. Thank you. Ja. Bitte schön, auf Wiedersehen. Bis morgen. Eine wiedervereinte Familie. Ja, schön und gut, aber was ist mit Grace? Also, ne? Da macht man sich schon langsam Sorgen, was da schon wieder los ist. Ich glaube, sie schrieb ja auch, ne, dass er im Umzug ist. So. So, hier einmal sammeln, da einmal sammeln und dort einmal sammeln. Ja. So, Silber, Silber, Silber. Hier, genau. Wollen wir hier ein bisschen mehr Silber machen. So, zweimal Silber. 9 Quest? Nee, ne? Jetzt haben wir nichts mehr, ne? Das mit 1000? Okay. Sorry. Schaltkreise. Können wir so aus dem Nichts Schaltkreise bauen oder fehlt uns da Kupfer? Schalt die Kreisel. Wo seid ihr? Weg. Okay. Oder ich hab's nicht gesehen und war blind. Keine Ahnung. Da sind sie. Zweimal können wir herstellen. Da fehlt noch Gummischale. Und Kupferdrähte. Hat direkt 6-mal ausgereicht. Oh, hier sind noch Sachen. Hier sind ja noch Sachen. Schale, 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 Schale. Hier nicht. Wo stellt man nochmal Gummischale her? Wieder Herstellungsverwerter, oder? Beim Verwertern, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ich guck mal. Gummi, 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 Gummi. Gummi, 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 Gummischrott. Ja, hier. Gummischale. Okay. Wollen wir noch ein bisschen Gummischale herstellen? Ja, alles weg hier. Ich will was sehen. Storch. Scheiß Drecksfliegen. Mein Bildschirm. Nervig. Ekelhaft. Widerlich. Verkuschelt euch hier von meinem Bildschirm. Ihr kleinen etwas. Warum fehlt mir noch einmal industrieller Schleiftisch? Gut, mit den Schaltkreisen schaffe ich sowieso nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, Bahnhof. Der ist direkt vor uns. 10 Uhr. Ich bin am Bahnhof, bin am Bahnhof. La 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 la. Okay. Reicht jetzt. Mein Gott, das ist für ein Saustall hier. Jansen. Free City Rail Core ist der reichste Mann in der freien Städten. Er sollte auch sein. Was wären wir nur ohne unsere Infrastruktur und unsere großen schönen Züge? So long, Partner. Naja. Wie so long? So long. Halbe Stunde noch. Whee! Und da kommt der Andi duddelt. Tuk, 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 tuk. Geldtechnisch 150.000.
Supi. Fehlt nicht mehr viel. Um zu erweitern. Also, ne, das Grundstück. Ja, da fehlt nicht mehr viel Grundstückerweiterung. Ich will nicht wissen, wie teuer ist Stufe 10. Bestimmt eine 500.000 oder so, eine Scherze. Ja, da muss ich sagen, ja, aber mehr schaffe ich nicht. Sorry an der Stelle, aber das war alles. Mehr konnte ich nicht leisten. So, da sind wir. Hi, you're here. Oh, if Allo knows you're picking me up. Yeah. It's Allo who's picking you up. Der dich abholt? Was? Bist du nervös? Sorry. I am nervous, that is. I don't know why. Maybe it's because I haven't seen him in such a long time. I think I've got more nerves right now than the loan meeting or talking with Musa. My son always supported my decision to come to Sandrock, but I know he's missed my company. I left him in Atara in order to give him a better education and a more comfortable life. I'm not sure if he understands that. It's the train! Ich sehe nichts. Das ist er? Okay. Ma, I missed you. Oh, honey, I've missed you more. Well, let me take a good look at you. You've grown so tall. Mhm. Yeah, Grandma's cooking's great. Ma, this is... Ah, this is my friend, the most famous builder of Sandrock. Das mit dem Freund, unterlass mal das. Oh, so it was you. Mom mentioned you a lot in her letters. Mm-hmm. Thank you for being there for her all this time. I know my mom may be somewhat stern on the outside. She's a big marshmallow on the inside. Oh, you know me so well, mister. Mm-hmm. I really do. I'm doing fine, Ma. So, are you hungry? Tired? Now that you mention it, I am getting a bit hungry. Perfect. I've prepared some of your favorite dishes from Atara. You'll have plenty of time to get used to the local cuisine later on. Thanks for coming with me today. I'll take Allo home and let him eat something first. We'll see you later. Mhm. Bye. Na, tschüss und viel Spaß. Bei was auch immer. Gut, das war das. Haben wir noch irgendwas auf der Karte? Ereignisse oder so? Nö. So. Dann schaue ich mal noch was Wichtigen. Ja, raues Tuch. Sehr gut. Jetzt können wir auch hoffentlich die Jackenbeerstation bauen, die uns noch fehlt. Das haben wir, das haben wir, das und das. Ja, let's go. Einmal bauen. Ein bisschen warten. Können wir ja noch zurücklehnen und zuschauen. So, dann kann man diesen Tag auch wieder überspringen, weil es so stinklangweilig ist und ich nicht weiß, was ich hier machen soll. Let's go. Hier lang. Hinter den Zügen. Ein schon großer Zug, ne? Also... Ist auch was drin, ne? Nee, irgendwie leer. Das Ding ist leer. Das Ding.
Also der Zug ist uns nicht einmal entgegengekommen, ne? Solange wie wir hier lang gelaufen sind. Nicht einmal entgegengekommen. Aber das Ding hier, warte mal. Hier, einmal bauen. So, fertig. Ja. Schaut es euch an. Verdammt groß und sieht sehr gut aus. Komm mal hier runter? Nee, man darf nicht. Man darf nicht runterhüpfen. Wie uncool. Okay, ich gehe mal dann nach unten hin. Mich interessiert mal, ob wir da noch eine Jagdmilchstation anbringen können. Oder. Es geht halt nicht und ich muss jedes Mal runterlatschen. So, für mich sieht es aus wie ein Rummel, Karussell oder was auch immer. Ist wie halt. Ja. Wie schon erwähnt. Was ist das denn hier? Wozu dient das hier? Okay, Deko. So. Hallöchen. Hier steht ja keiner. Aha. Hier ist ja gar nichts los. Wer hat die Bäume hier hingepflanzt? Hä, die Bäume waren ja vorher nicht da. Okay. Sehr weird. Oh. Das Teil wurde behalten. Okay. Aber hier ist ja kein Eingang. Keine Tür, nichts. Egal. Oh, hier kann man zelten, ne? Ja. Schön. Das Ding in der Mitte ist immer noch da. Muss ich da immer noch mit? Nee, ne? Also die Leiter ist da immer noch nicht dran, ne? Also muss ich nicht unbedingt hier mit Leiter hoch, ne? Also die Leiter muss ich nicht mehr ranbauen. Da hat jemand Treppen rangebaut. Oh. Okay. Da ganz oben kommt man gar nicht mehr hin. Weißt du, was mich interessiert? Erstmal hier runter. Autsch. Und einmal da drüben hin. Ich frage mich, geht das oder geht das nicht? Darf ich hier? Ich will fahren. Ja, wie geil. Wie geil. Ja. Nice. Das war eine schöne Fahrt. Wie geil. Wie cool. Aber warum darf ich... Wieso muss ich da nichts zahlen? Hä? Normalerweise muss man da... Naja, egal. Oh, voll cool. Oh, hier ist auch was. Mit Auge. Aber warum ist hier niemand? Egal. Gut, ich darf nirgendwo... Also, ne? Eigentlich sollen hier kalte Getränke sein, aber ich sehe davon nichts. Genauso, dass hier jemand eigentlich... Soll ich jetzt hier Verkäufer spielen? Hallo, ich verkaufe hier Bücher, Pinsel... Und was auch immer. Raus hier. Ja. Oh, kann man hier sitzen? Nö.
Also, ne, nicht, nix, wo ich E drücken kann. Immer noch keine Getränke. Nichts. Gar nichts. Nennt da null. Komma. Gar nichts. Ah, schade. Okay, wir laufen langsam zurück. Ab wieder zurück nach Haus. Also dieser Park ist total super. Wie auch immer das Grüne hierher kommt. Ich schick dich weg. So, ab nach Haus. Zug ist immer noch da. Fahr mir nicht vor der Nase zu, ja? Fahr mir nicht vor der Nase zu. Gut. Hallo, Mian. Tschüss, Mian. Mach's gut. So, komm, wir überspringen den Tag wieder. Ist da sonst nichts zu tun? Automatisch speichern erfolgreich. Das Pflanzen ist vorerst erledigt. Ich hoffe, dass das, was wir getan haben, eine Wirkung zeigt. Aha. Sorry, Story geht gerade weiter. Tut mir leid. Und? Wo kommt das Grünzeug her? Oh, was ist das? Bäume? Nee, Blumen? Come on, little buddy! You can do it! Grow! Ja, ich hol's gleich. Come on! You got this, little guy! Die hol ich jetzt. Hooray! Woo! Ah! Sandstorm incoming! Was? It's starting up! Protect the buds! Was? Eufaula Artback? Oh. Oh, schaut mal. Voll gut. Sehr grün geworden. Okay. We did it! You did it, you son of a gun! Did you see that? Yeah. The wind started picking up. Mm-hmm. Then crashed into the canopy like it was nothing. Stopped it in its tracks. I've never seen anything like it. I thought it'll be another sandy day, but then the wind just died. And is it just me, or are things looking a little greener around here? You are correct. Zeke's work with the new algae has exceeded expectations. We're already years ahead of our target growth. Oh, that's right! Zeke, why didn't you say anything? Mm-hmm. Thought y'all'd all notice. Sometimes you gotta sing your own praises. Zeke's the best! Mm-hmm. You all planted the trees. I just gave you the dirt to put them in. And Professor Lua and Nia helped a bunch. Yep. Certainly, we all played a part. But none of this would ever have been possible without your persistence, Zeke. Take the compliment, Zeke. You deserve it. All right. Since most of our planting team is here already, what can we do next? Beyond the forest? Sandstorm? More like brainstorm? Go! Oh,
a machine that amplifies growth genes. Or how about a flying, crop-dusting object? Or a giant arboretum? Or how about Journey to the Center of the Planet for More Algae Part 3? Ooh, Part 3? Das werde ich alles bauen. Okay, ich bin der, der es ausspricht, Riesenroboter. Einen kann man nie genug haben. Neuer Freizeitpark, grüne Welt. Was? Ich nehme das Erste. Das werde ich alles bauen. Well, guys, listen. Life on this planet is stronger when left to its own devices. Entschuldigung, takes a lot to snuff it out. Ich hab da einmal Leertaste zu viel, ne? Sandrock is the way it is today because of 50 years of wounding. It was too much for this oasis. The life here was losing its fight against an army of drillers and diggers. What we do, it's not magic. We can't undo years of damage in a day. The purpose of this, all of this, was to give Sandrock the help it needed to heal itself. Genau. Und wir werden da nichts bauen. Now, Sandrock has those tools. Genau. It gave it back what it lost. Genauso muss es sein. So, now, the only thing that can heal these wounds is time. Yeah, figures. Well, we could always continue to plant trees to the north, right? Yeah. That's a long-term goal. In the short term, City Hall's got a huge backlog of low-priority commissions we wanted to do, but just never had the time or money for simple beautification things. But, as I said, all pretty low stakes. Did somebody say low stakes? Oh boy, yeah, that's us. Ah, hello, Burgess Danby. Have you seen the new growth around town? Have we seen it? Have we seen it, she says. Tell her, Minister Burgie Boy. We are hyped up to 11, Mayor. We wanted to come straight to you and ask, what can we do to help? Oh, you just missed a really moving speech about how there's nothing we can do and we just have to wait. What? No! But? Oh? We were also just saying that there are plenty of things we can do in the meantime. Like what? Well, I don't know if you're old enough to remember, but Sandrock used to be within the forest that grew around the oasis. It was quite beautiful, with flowers and greenery everywhere. We should try to bring that back, now that we have a more sustainable environment with less sandstorms. It'd be good for everyone, right? Mayor Trudy, are you saying the city of Sandrock is officially requesting Operation Flowergate to come out of retirement for an encore? I'm pretty sure she's saying exactly that. Sure. We could do for another round of beautification around town. What do you think, Zeke? Yeah. Yep, reckon so. Mion and Nia even showed me some of their landscaping ideas before. Landscaping? Ooh, baby! Can this day get any better? Really? Can I see? Sure. It's just a hobby project between Mian and I, and I'm not sure if it's good enough for the city. The designs are beautiful. Can we pull this off? Sure. We've been designing a bunch of different frames for the shrubbery. We'd love to apply them to the city if you want. Oh, do I ever! Operation Flower Gate is what do y'all need? Anything we can help with? What do you think, Mian? Any plants and flowers would do, right? Sure.
The builder and I should be able to construct all the landscaping frames we need. You're in, right? This'll be like our Builder Cruise version 2.0. Ich bin dabei. Great! We'll just need to tweak our plan a bit. Our hobby project was more localized around the moisture farm. I guess we'll need a day or two. No problem. Take your time. And Burgess? Yes, ma'am! Can you and Donby check how many shrubbery plants and flowers are in Sandrock's inventory? We should give them all to Mian and the Builder to speed up this process. Yes, ma'am! To the flower cave! We should get going as well. Zeke, you want to come with? Sure, I'm gonna take my paw for a walk. Let him see what we've done. Oh, yeah, great idea. I'm surprised he's not out there already. Yeah, he's just resting. He just wanted to rest a bit before we head out. Ich hoffe, es geht ihm gut. Meet you back at the moisture farm, then. Sure. We'll send you a letter with the updated plan. See ya. Jo. Good luck, all. Alles klar. Tanzbattle? Oh, nee. Manchmal sind es die kleinen Details, die am wichtigsten sind. Ja, unser Dorf ist jetzt ökologisch stabil. Brauchen wir die Busch-Struktur Jackmails, um irgendeinen Aspekt unserer Umwelt auf praktischer Ebene zu verbessern? Nein. Möchte ich eine haben? Ja. Catch you later. Tanzbattle? Tanzbattle? Schon wieder ein Event? Och nö. Will ich das? Ach, das darf ich nicht anrühren. Okay, schade. Ich dachte, ich darf mal einmal da drüber hauen. Das Festival. Achso. Ich sehe kein Tanzbattle. Okay. Schade. Habe ich schon wieder verpasst, ja? Naja, gut. Dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren und... Oh, einen Moment. Katori. Die Zeit ist endlich gekommen. Ich lade dich herzlich zum großen Eröffnungsfeier der Katori-Welt ein, die morgen Abend um 20 Uhr beginnt. Okay. Von Nia. Rat mal was. Ich weiß, wie wir den Mutterbaum retten können. Ich habe ganz vorsichtig ein paar Proben von seinen Wurzeln genommen und tatsächlich, er hat noch ein bisschen Lehm in sich. Mein Plan ist es, eine Art Lehmserhaltungssystem zu schaffen, um ihn so lange am Lehm zu erhalten, bis der Sandfelsboden wieder lehmsfördernd ist. Oh, ich habe mir eine Bauanleitung für einen Flüssigkeitstank erstellen lassen. Meinst du, du kannst diesen bauen und mir helfen, ihn an den Mutterbaum anzuschließen? Danke, Nia. Oh. Und von Crystal. Okay. Oh. Düngermitteltank. Flüssigkeitstank konstruieren. Ja, das alles machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, nochmals. Falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns ansonsten wieder morgen um 8 Uhr auf meinem Kanal. Ciao mit V, tschö mit Ö. Tschüss, euer Dieselchen.